So, jetzt bin ich wieder auf dieser Wiese, aber über dem Buckel drüber. Das Schöne heute wieder, ich sehe, wo ich schon gelaufen bin. Oder wie geschlampert, dass ich gelaufen bin. Ein Bier habe ich heute keins. Zu kalt. Muss auch nicht sein. Gut, dann bis zum nächsten Fund. Beziehungsweise zum ersten Fund. Also da habe ich jetzt was Interessantes gefunden. Ein Wunder, dass das da so überlebt hat. Es schaut nicht neu aus. Wie so ein kleines Giftflascherl. Seltsam. Interessant. Vielleicht hat er noch Ideen. Vielleicht hat man da seinen Schnee aufbewahrt. Kann ja sein. Der Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren. Alles klar, super. Ja, jetzt fängt es gerade richtig an. Graupelschauer haben wir jetzt. Das ist wie so Styroporflocken. Alles klar. Aber ich hab trotzdem raus müssen. Es hat einfach sein müssen. Gut, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Fund. Ui, jetzt sieg ich's da gerade. Das könnte was sein. Ein schöner Knopf. Mit Öse, super. Zweites Signal, zweite schöne Fund. Der erste war interessant und der ist schön. Super. So, das ist jetzt wieder interessant gewesen. Aber wie immer kann es alles sein. Es hat mir zumindest nicht groß angezeigt. War eigentlich stabil. Mal schauen. So, das ist, die Vasen ist jetzt nicht so schön geworden. Ist nicht mehr so schön. Schauen wir einfach mal. Da in der Seite drin. Aha. Hoffentlich ein Stein. Oder ist es groß? Nicht. Komisch. Da nicht. Ist da drin? Nein. Das Fetzel. Nur das Fetzel. Nur ein Stück Eisen. Alles klar. Ein Autofetzel. Also da war jetzt was Interessantes. Vom Wert her. Von der Größe ist es ein bisschen gesprungen.
Schauen wir mal. Interessant. Das ist seltsam. Da schaue ich jetzt nochmal. Da ist drin. Das war jetzt ein bisschen verrückt. Da ist jetzt drin. Jawohl. Der Sand hat mal riesengroß angezeigt. So groß, dass es eigentlich da gar nicht drin sein kann. Ein Stück Blech. Mehr nicht. Alles klar. Da ist jetzt was Interessantes. Oder ich hoffe es zumindest. Jetzt fängt der Graubusch wieder an. Es wird wieder ein bisschen windig. Jetzt wird es wieder kalt. Jetzt stinkt es mir, dass ich meine Handschuhe nicht dabei habe. Es ist ein bisschen rutschig hier was. Aha. Mein Pinpointer wird jetzt auch komisch piepsen wieder, weil die Batterie leer wird. Ja, mei. Geh gleich Richtung Auto. Und dann wechseln die vielleicht aus, wenn ich noch nicht habe. Aha. Das ist wieder ein Stahl- oder Eisenblech. Alles klar. Die Kelchdeckelrestauration. Aus Zamak sind die Überreste, die ich jetzt ergänzt habe. Aber bevor ich mit dem Ganzen beginne, also mit dem letzten Teil, will ich zeigen, wie Profis an die Sache herangegangen sind. Die Restauration in der Archäologie, ich bin natürlich ein Dilettant gegen die, ist eigentlich das Ziel, wie das Teil einmal ausgesehen hat von der Form und wie die gefundenen Teile platziert wurden. Also eine Ergänzung eigentlich. Ich habe einen Kommentar bekommen und da ist mir gesagt worden, das hat nichts mit Restauration zu tun, weil das sieht ja gar nicht aus wie das Original und so weiter und das ist keine Feinarbeit und so weiter. Aber dadurch will ich es jetzt zeigen. Das sind Glasscherben gefundene, die man mit einem normalen Glas, vielleicht sogar Plexiglas ergänzt hat, dass man weiß, wie die Form von diesem Teller oder von der Schale war und wie die Scheiben platziert waren, die Bruchstücke. Da sieht man Becher, das muss auch gar nicht das Material sein, das Originale. Da eine Vase, jetzt weiß man, wie die ausgesehen hat, wie die Teile platziert waren. Da wieder so eine Art Weise, da ist sogar mit Gips gearbeitet worden. Ja, einwandfrei, finde ich. Und jetzt
Viel Spaß bei der Restauration. Ich hoffe, es gefällt euch. So, jetzt werde ich das Ganze mit dem Dremel noch bearbeiten. Die Feinheiten und so weiter. Da werde ich beginnen. Und dann werden wir sehen. So. Der Schnörkel ist jetzt wieder da ergänzt. Durch das Zusammenlöten ist das alles ein bisschen verloren gegangen. Gut. Der erste Schnörkel ist wieder so gut wie da. Jetzt das gleiche auf der anderen Seite. Ja, das ist wieder da. Nicht so einfach, aber wir werden es hinkriegen. Jetzt habe ich das Ganze schon ein bisschen nachgeschliffen. Ein bisschen vorgeschliffen. Das Problem ist, der ist ja auch verzogen. Da fällt er nach innen. Also, manche verstehen mich da auch falsch. Das merke ich an den Kommentaren. Da hat mir eine Dame, ich glaube vermutlich eine junge Dame, geschrieben, dass das aber nicht ausschaut wie das ursprüngliche Teil. In den Originalzustand zurückversetzen kann man sowas natürlich nicht. Das zeigt einem bloß, wie das Ding ausgesehen hat. Ich kann das nicht so zurückbauen, dass es aussieht wie aus dem Guss. Das ist unmöglich. Also arbeite ich jetzt da die Muster nach, mache die Umrandung sauber und dann ist das gut, denke ich. Es gibt einen schönen Briefbeschwerer und ja, die Erkenntnis ist, der Kelch war nicht kreisrund. Ja. Gut, dann mache ich weiter und dann seht's nach dem nächsten Ergebnis wieder Bilder. Wunderbar. Jetzt habe ich wieder einen Teil fertig. Das Nachputzen, das ist echt Hammerarbeit. Einmal daneben und wie beim Schnitzen und das Teil ist kaputt. Da ist die Kante ein bisschen zu hoch geraten, da muss ich ein bisschen nacharbeiten, dass das eben ist. Das wird da zu dick. Aber das kriegen wir schon hin. Ich denke mal, bis jetzt ist es nicht schlecht geworden. Alles klar, kriegen wir. Die Grundflächen sauber geschliffen. Also die Umrandung, die Fasen. Und jetzt kann es wieder weitergehen. Super. Ja, mei. Neu wird's nicht. Auch wenn das manche glauben. So. Jetzt ist das Licht gerade perfekt, finde ich. Richtig schön geworden. Also es ist ja auch eine, wie soll man sagen,
Eigentlich ist die Restauration eine Ergänzung. Man kann sowas nie in den Originalzustand zurückversetzen, wie manche Menschen denken. Aber man hat dann eine Vorstellung, wie das einmal ausgeschaut hat. Genau. Von oben sieht man jetzt die Form, die ich letztes Mal schon beschrieben habe. Ja, da, das läuft alles auf die Kanten. Hier auch geht es in die Blume über, die Schnörkel. Hier läuft das auch wieder auf die Kante, die umlaufende Phase. Hier ist alles ein bisschen verzerrt, weil das auseinandergebrochen ist. Ach, weil da ein Riss ist und das vielleicht ein bisschen geweitet ist. Kann sein. Aber spitze. Das ist mir, glaube ich, gelungen. Schön. Das Licht ist auch gerade sehr, sehr schön dafür. Da sieht man jetzt schön den Schnörkel, den ich ergänzt habe. Hier das Blatt nach unten mit den beiden Schnörkeln, die ich auch ergänzt habe. Das Eck ist auch ergänzt. Ja, wie gesagt, ich zeige auch die schlechte Seite, die ein bisschen verzerrt ist, verzerrt wirkt. Aber ich denke, ich habe es trotzdem hinbekommen. Wunderschön. Gut. Würde sagen, das ist doch einmal ein Briefbeschwerer, oder? Spitze.